Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Heute mit ein paar Grüßen an unseren Pip News, der dieses Spiel auch theoretisch spielt. Ich sage extra theoretisch, weil er sich noch etwas schwer tut. Das ist aber nicht schlimm, weil auch ich hatte am Anfang merkliche Probleme bei diesem Game, weil die Steuerung mitunter doch sehr anspruchsvoll ist. Es ist halt nicht das klassische Arcade-Game, also muss ich schon bei diesem Spiel durchaus mit dem Spiel auseinandersetzen, wie es funktioniert, was so die ganze Philosophie von dem Spiel ist und auch die Funktion eines Raumschiffs. Also es ist ja nicht einfach nur ein bisschen Gas geben, links, rechts steuern und ab und peng, peng drücken, sondern man muss sich hier schon sehr individuell oder in Detail mit den Spezifikationen des jeweiligen Raumschifftyps auseinandersetzen. Und zwar auch wirklich dann von sprichwörtlich von der Außenhülle beginnend und den Schilden beginnend bis hin zu den Schildgeneratoren über die Maschinen, die Energieverteilung, den Reaktor, die Triebwerke, die Sprungtriebwerke, die verschiedenen Arten von Waffensystemen, auch was für Aufhängungen man hat, wo sind die an Schiff wo angebracht, hat man ein Utility Base, wenn ja, wie viele und wo sind die angebracht, das ist mich mitunter auch ganz wichtig. Was sind so die Flugeigenschaften und die Höchstgeschwindigkeiten, was sind die größten Sprungdistanzen, die man hinbekommen kann. All dies spielt eine Rolle in dem Spiel und eigentlich schon beinahe unabhängig davon, wie man seinen Charakter oder wie man sich hier quasi verdingen will. Einige wählen halt die Laufbahn eines Verbrechers, also werden halt Piraten, Auftragsmörder etc., Sklavenhändler und so weiter. Andere wiederum werden quasi zum Instrument der Justiz, werden zum Beispiel Kopfgeldjäger, das spiele ich persönlich zum Beispiel sehr viel. Wieder andere, das mache ich allerdings auch ab und zu, betrachten sich eher so als Berater für Anfänger. Das heißt, wir stehen beratend, aber auch hilfestellunggebend zur Seite. Wenn zum Beispiel auch, nennen wir es mal, asoziale Elemente meinen, sie müssen ihren kleinen 0,5 mm Penis dadurch kompensieren, dass sie mit einem riesigen Schlachtschiff Spielanfänger schikanieren. Das gibt es nämlich durchaus, leider Gottes, dass Leute meinen, sie müssen zum Beispiel jetzt, ich bin hier auch jetzt in der Nähe von LRS 3447, um halt zum Beispiel Pip News abzuholen und auch einen gewissen Schutz zu gewährleisten bei den ersten großen Missionen, die er dann mal sicherlich mal versuchen wird, weil es auch hier Idioten gibt, die meinen, sie müssen dann, die glauben, weil sie jetzt zum Beispiel einen Python haben oder vielleicht auch nur eine Vulture. Jetzt können sie natürlich, damit kann man natürlich auch schon sehr empfindlich Anfänger, die gerade eine Sidewinder haben, niederstrecken. Und dann fühlen sie sich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ganz toll und groß, aber es ist natürlich ein Witz, weil wenn so eine Vulture oder selbst ein Python gegen zum Beispiel meine Schiffsklasse antreten müsste und auch gegen einen Kommandeur von meinem Schlag, der ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat und auch ein bisschen mehr Kampferfahrung, da würden die sich direkt nass machen. Da erkennt man auch ganz häufig, dass die sich dann ganz schnell verpieseln, wenn ich reinkomme, weil die genau wissen, dass die einen Wanted-Status haben. Und wenn ich halt sehe, dass da jemand mit der Python einen Wanted-Status hat, dann ist er in der Regel für mich, sagen wir mal so, dann gucke ich mir den sehr genau an. Und wenn ich feststelle, dass das eigentlich ein kleiner Assi ist, dann wird er halt auch direkt gelöscht. Muss man freundlich auszudrücken. Nichtsdestotrotz ist dieses Video auch für Pip und aber auch natürlich auch alle anderen Interessierten gedacht. Ich werde so ein bisschen das Cockpit erklären und so ein paar grundsätzliche Sachen, wie man so ein Schiff steuert. Die Steuerung ist mitunter deshalb kompliziert, weil die Steuerdüsen sehr empfindlich sind. Wenn man also nur die Maus einen Millimeter bewegt, also ich schaue es, Sie können es gerade sehen, ich mache jetzt mal ein ganz bisschen nach unten, man sieht sofort die Düsen aufblenden. Achtung, jetzt. Jetzt blenden sie schon. Je mehr ich jetzt die Maus, desto mehr. Ja, und deshalb, das ist
aber auch gut so, weil wenn man dann später mal ein Gefecht hat, dann will man nicht irgendwie die Maus über den gesamten Tisch durch die Gegend rudern wie ein Wahnsinniger. Man kann natürlich sich auch einen dedizierten Joystick holen, analogen, und sind richtig vernünftige Sets extra für Flugsimulatoren, aber auch für Elite kann man die verwenden. Sehr, sehr nice. Benutze ich persönlich nicht. Ich bin halt Oldschool-Player. Mit der linken Hand bin ich quasi auf der Tastatur, primär auf den Cursor-Tasten und den Umfeld-Linientasten. Und mit der rechten Hand als Rechtshänder bin ich an der Maus. Ihr hört gerade die Hintergrundmusik von dem Game ist extrem. Ist interessant. Ich verstehe manchmal nicht, warum die jetzt gerade so hochfährt. Ich liege einfach nur ruhig im All. Nichtsdestotrotz will ich hier gerne so zwei, drei Dinge zeigen. Also ich kann erstmal meine Systeme wieder einfahren. Deployen, nee, Retracting. Dann gehen wir mal hier in den Analysemodus. So. Ich liebe den Nachtmodus, sieht immer wieder geil aus. Egal. Ja, wo wir gerade ein bisschen Ruhe haben und liegen, kann ich ja ganz kurz mal so die Basics vom Cockpit erklären. Gucken wir mal erstmal, gehen wir mal von links nach rechts. Also ganz links sehen wir das ausgewählte Ziel. Das ausgewählte Ziel ist in diesem Moment gerade ein Planet. Also sehe ich da logischerweise den Namen des Planeten. Das ist Usmero 3D. Also Usumero ist im Prinzip 3, also Usumero 3D ist die Bezeichnung dieses Planeten. Ist also kein individueller Name wie Erde oder Mars. Sowas gibt es auch, aber in diesem Fall ist es einfach nur Usumero 3D. Das ist eine sehr technische Beschreibung, denn dieses System, in dem wir uns gerade befinden, heißt Usumero. Und 3D ist einfach nur eine alphanumerische Aufzählung. Das System wird beherrscht von der Usumero Netcoms Incorporated. Das ist also quasi eine Firma, denen das System gehört oder möglicherweise dieses dominieren. Und dieser Planet ist ein Eisplanet. Da steht auch so Icy Body, also es hat einen Eiskern. Hat offensichtlich keine Atmosphäre, was ich halt auch darauf landen kann. Dazu muss ich kurz anmerken, auf Planeten mit Atmosphären, also auch Gasriesen, ist auch eine Atmosphäre, können wir noch nicht landen. Der Hersteller Frontier hat gesagt, sie arbeiten dran, sie haben noch nicht gesagt, wann sie es mal liefern werden, aber es wird irgendwann mal kommen, dass man auch auf bestimmten Planeten mit einer bestimmten Art von Atmosphäre auch landen können wird. Ob dann mit allen Raumschiffen oder nur mit einer speziellen Klasse von Raumschiffen oder ob man da irgendwas Neues für braucht, steht noch in den Sternen. Was auch irgendwo nachvollziehbar ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit so einer Federal Corvette, wie ich sie hier fliege, einfach mal so kurz durch die Erdatmosphäre fliegen kann, weil ich würde natürlich beim Eintritt in die Atmosphäre in dieselben Problematiken stoßen wie beim Wiedereintritt einer Sojus-Kapsel, zum Beispiel von unserer ständigen Raumstation, von der NASA und der ESA und von der russischen Raumfahrt. Ja, also sprich, ich bräuchte ein Hitzeschild, sonst würde ich verglühen, etc., weil halt, wenn ich mit den hohen Geschwindigkeiten in die Atmosphäre reintauche, dann würde halt auch allein schon durch die Sauerstoffatmosphäre wäre es nicht wirklich angenehm, glaube ich, für mich. Und die Hitze würde massiv hochgehen und man würde mein Schiff wahrscheinlich in kürzester Zeit komplett zerlegen. Ja, sowas gibt es auch. So, aber wie gesagt, noch kann man nicht auf Planeten mit Atmosphäre landen. Das heißt, wenn man darauf landen kann, hat es keine Atmosphäre. Ja, neben dem ausgewählten Objekt sehen wir dann auch das Objekt selbst. Wie gesagt, weil jetzt ein Planet ausgewählt ist, sehen wir logischerweise die schematische Darstellung des Planeten. Was daneben auch noch ist, ist so ein kleiner Kreis mit einem weißen Punkt. Das hat eine gewisse Bewandtnis, das zeigt mir nämlich an. Das ist quasi, müsst ihr wissen, eine 180-Grad-Frontansicht. Ja, soll heißen, von diesem weißen Punkt in der Mitte ausgehend nach oben ist halt wirklich von mir nach vorne, nach oben und nach unten und so weiter, also analog übertragen.
wenn dieser Punkt, der wandert innerhalb dieses Displays, ja, und ich kann dann halt die Schiffslage so ausrichten, dass ich halt versuche, diesen weißen Punkt in der Mitte dort zu kriegen, dann habe ich nämlich auch tatsächlich mit der Nasenspitze meines Raumschiffs das Ziel direkt voraus, wenn das Ding in der Mitte dort ist. Und wie man sieht, ist es jetzt auch gerade so. Ja, wenn der jetzt hinter mir wäre, also wenn ich jetzt quasi genau 180 Grad gedreht wäre, dann würde da kein weißer ausgefüllter Punkt sein, sondern ein weißer nicht ausgefüllter Kreis. Das kann ich mal kurz zeigen. Ich drehe mich jetzt einfach mal und dann achtet mal, seht ihr das? Jetzt ist er gleich, jetzt, so, jetzt heißt es quasi, dass das Teil direkt hinter mir ist. Ja. Und wenn ich jetzt da wieder hin will, heißt es für mich, ich muss mich jetzt wieder dahin drehen. So, die 180 Grad sind übertrieben, sind übertreten und da ist er wieder. So. Genau. So, weiter rechts daneben. Was gibt es da noch zu sehen? Dann haben wir direkt daneben die Temperaturanzeige. Ja, also wir sind jetzt bei 39% der zulässigen Temperatur. Soll heißen, wenn die bei 100 ist, ist nicht gut. Dann werden hier schon Alarmsirenen schrillen. Sobald er bei 101 ist, habe ich tatsächlich Schäden an Schiffssystem. Das sind dann halt diverse Module, das können meinen Landekomputer gerne kaputt gehen, das können meine Waffen kaputt gehen, es kann meinen Reaktor Schaden nehmen, meine Energieverteilung, also es ist nicht ungefährlich. Im schlimmsten aller Fälle kann es bis zur Zerstörung des Schiffs gehen. Was generiert Hitze? Natürlich alles, was, also Hitze zum Beispiel generiert, wird generiert von Energiewaffen zum Beispiel, Raketen, auch von Beschuss durch Energiewaffen und Raketen. Dann natürlich, falls ich mal die Kühlung, die Kühlklappen meiner des Reaktors verschließe. Jetzt fragt man, warum sollte man sowas machen? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn ich so schon ein Gefecht bin oder ich möchte, ein Gegner hat zum Beispiel sich auf mich eingeloggt, also der scannt mich zum Beispiel auch schon und ich möchte, dass er den Log auf mein Schiff verliert, dann muss ich meine Signatur verschleiern oder sie verhindern, dass ich eine Signatur abgebe. Und wie verhindere ich, dass ich eine Reaktorsignatur abgebe? Ganz einfach, ich verhindere, dass Hitzestrahlung von meinem Reaktor austritt. Und wie mache ich das? Ganz einfach, ich mache die Lüftungsschlitze dicht. Dafür gibt es eine Funktion im Schiff, die kann man einfach manuell auslösen, dann werden die zugemacht. Aber dann beginnt wirklich sofort in einer höheren Geschwindigkeit die interne Hitze zu steigen und innerhalb kürzester Zeit hat man Hitzeprobleme. Das heißt, man muss dann halt wieder die Dinger wieder aufmachen, das ist nur eine kurzfristige Aktion. Man kann sich zwar auch so Kühlsysteme, so Kühlplatten installieren, damit kann man künstlich dann nochmal nachkühlen, aber das geht auch nur eine begrenzte Anzahl oft Anzahl und kostet Geld und braucht, weil es eine Apparatur ist, muss es installiert werden im Schiff und dann kann man natürlich an der Stelle nichts anderes mehr installieren. Also deshalb muss man sich überlegen, ob man es wirklich braucht. So, dann haben wir daneben, in der Mitte, das glaube ich dominanteste, was man im Cockpit sieht, ist das Radar. Oder was ist das Radar? Das ist halt das Umgebungsradar, unsere Sensorenphalanx. Das ist ein dreidimensionales Display. In der Mitte des Displays ist ein kleines Dreieck, das symbolisiert unser eigenes Raumschiff. Die Spitze bedeutet unsere Vorderseite des Schiffes, die breite Seite unsere Rückseite des Schiffes. Kontakte werden auf diesem Schiff in 3D angezeigt. Soll heißen, Kontakte von Schiffen sind immer ausgefüllte Objekte in den Farben grün, gelb oder rot. Grün heißt, es sind Alliierte. Gelb heißt,
Es ist erstmal neutral, wir wissen es nicht. Wir haben zudem keine bestimmte Relevanz. Rot heißt, es sind Feinde. Also zum Beispiel im Rot wird man zum Beispiel, wenn man uns angreift, zum Beispiel. Ja? Dann ist noch eine Besonderheit, wenn das Symbol, was angezeigt wird, für ein Raumschiff ausgefüllt ist. Das heißt, es ist ein kompletter Block, also ein gelbes Quadrat zum Beispiel oder ein gelbes Dreieck. Dann ist es ein sogenannter NPC, also ein Non-Person Character. Das heißt, also das ist halt wirklich einfach nur ein Bot, ja, also quasi ein Charakter des Spiels. Ist er nicht ausgefüllt, also ist das Quadrat zum Beispiel zwar gelb, aber drin ist halt durchsichtig, dann ist es, wie gesagt, ein Mensch. Ja, so wie ich jetzt selbst, genau. Also dann ist es halt ein richtiger Player, ein richtiger Spieler, ein natürlicher Spieler. Das Interessante ist auch, wenn man ein Schiff auswählt und es ist ein echter Spieler, dann steht immer der Name. Ja, auf der Seite. Das heißt, nur echte Spieler haben heißen Commander und dann irgendwas. Also CMDR steht dann da und dann der Name. NPCs beginnen niemals im Namen mit CMDR, also Commander. Niemals. Ja, also nur mal so ein Tipp am Rande. Dann habe ich ja eben gerade gesagt, dass manchmal ist das ein Quadrat, manchmal ist es ein Dreieck. Und zwar manchmal ist es ein Dreieck mit der Spitze nach unten und manchmal mit der Spitze nach oben. Das hat den Hinweis, das ist ja wie gesagt ein dreidimensionales Display. Das heißt, ein Dreieck wird angezeigt, wenn er nicht auf derselben Ebene wie mein Schiff ist. Das heißt, wenn er über mir ist, dann ist es ein Dreieck nach oben und unter mir ist es ein Dreieck nach unten. Und außerdem werden Objekte, die nicht auf meiner Ebene sind, immer noch mit einem Verbindungsstrich zu meiner Ebene dargestellt. Soll heißen, ich hätte dann quasi ein Dreieck, ja, was dann unter mir ist zum Beispiel, und dann würde ein dünner Strich von dem Objekt zu meiner Ebene in dem Display angezeigt werden, der sich natürlich verkürzt oder verlängert, je nachdem nach der Lage meines Schiffes relativ zu diesem Objekt. Und auf diese Art und Weise kann man dann natürlich sein Schiff auch anhand des Radars oder wie man es nennen möchte, ausrichten. Was auch ganz wichtig ist, wenn man ein Schiff auswählt, wird es in dem Radar durch zweieckige Klammern umfasst. Ja, so dass man auf dem Display auch sofort sehen kann, aha, das ist jetzt also das Schiff, was ich gerade ausgewählt habe. So, was haben wir da rechts daneben? Das ist die Geschwindigkeitsanzeige. Ja, man kann rückwärts fliegen, vorwärts fliegen, vorwärts schneller als rückwärts. Das ist in der Natur der Sache hier gegeben. Die Haupttriebwerke sind halt hinten angebracht und nicht vorne. Was man aber sofort sieht, es gibt auf diesem Bereich so einen blau markierten Bereich. Und das bedeutet, sobald ich die Geschwindigkeit in diesen blauen Bereich reinziehe, passt sich das Raumschiff in der Geschwindigkeit an den ausgewählten Objekt voraus an. Soll heißen, wenn ich jetzt den Planeten jetzt ausgewählt habe und ich würde jetzt auf eine blaue Geschwindigkeit beschleunigen, dann würde er so lange beschleunigen, bis ich eine gewisse Zeit mich dem näher und wenn ich dann merke, ich bin ab einer gewissen, sag ich mal, Distanz, wo ich wieder langsamer werden müsste, um jetzt nicht eine Katastrophe zu enden, würde dann das Schiff alleine eigenständig die Geschwindigkeit entsprechend anpassen, also auch reduzieren. Was aber nicht mich davon befreit, als Kapitän oder als Kommandant, besser gesagt, darauf zu achten, dass ich nicht trotzdem zu schnell in den Orbit eintrete. Wenn ich das nämlich mache, dann wird irgendwann ein Sicherheitsprotokoll mein Schiff quasi sehr hart abbremsen, was nicht gut ist für die Integrität meines Schiffes. Es gibt Schäden. Man muss also schon auch, wenn man auf so einem Nicht-Atmosphären, Planeten, landen möchte, muss man einen gewissen Winkel einhalten. Der Winkel, glaube ich, liegt irgendwie so bei nicht steiler als 40 Grad oder 45 Grad.
Das wird aber auch symbolisch im HUD angezeigt. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir gleich dort landen. Rechts davon sehen wir dann im Display unser eigenes Schiff. Hier seht ihr jetzt halt die Schemata einer Schiffsklasse einer Federal Corvette. Die blauen Ringe darum herum, das sind symbolisiert quasi den Status meiner Schilde. Die sind hier offensichtlich voll aufgepowert, wie man mal möchte. Also in dem Fall glaube ich knapp bei 2200 Schildstärke. Und darunter sieht man so eine Art Diagramm mit einer 100%. Das ist die Integrität meiner Hülle. Entscheidend ist, wenn die Hüllenintegrität bei 0% ist, dann war es das. Dann trete ich meinem Schöpfer gegenüber, sozusagen. Oder der Schiff zumindest tut es. Ich überlebe das in der Regel, weil ich dann in einer Notkapsel quasi abgesprengt werde. Aber das Schiff wäre dann halt zerstört, es würde explodieren. Womit wir bei den nächsten Energieverteilersystemen sind. Das sind diese drei Säulendiagramme, die man da sieht. Und zwar, die teilen sich auf in Sys, Eng und Web. Das steht für System, für Engines, also für Triebwerke. Und Web für Weapons, also für Waffen. Soll heißen, System ist wichtig zum Beispiel für Sensoren, ja, für irgendwelche Discovery-Scanner. Also für stellare Scanner zum Beispiel oder für Störsysteme wie EMP oder für die Stromversorgung zum Beispiel der Schilde zum Beispiel. Ne? Also auch wenn die Schilde zum Beispiel beschädigt wurden und sie sich wieder selbst reparieren und wieder selbst wieder aufladen, dann wird das halt, geschieht das halt über die Systemstromversorgung. Deshalb ist es immer sehr wichtig, diese Systemstrom versorgen, dass sie halt auch entsprechend gepowert wird, wenn man, bevor man ein Gefecht ist, dass auf jeden Fall die Schilde wieder aufgeladen sind. Wenn ich mehr Energie auf die Triebwerke gebe, dann habe ich auch tatsächlich eine höhere Zielgeschwindigkeit und kann auch schneller beschleunigen und kann auch den Nachtbrenner gerne mal öfter benutzen. Waffen ist deshalb ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel mit Energiewaffen arbeite. Dann brauche ich tatsächlich viel Energie, logischerweise, weil Energiewaffen brauchen viel Energie, das ist auch der Name schon. Ansonsten, wenn die dann zu langsam aufladen würden, könnte ich halt eine kurze Zeit schießen und dann wäre ich ziemlich lang nicht in der Lage mehr zu schießen, was dann halt in einem Gefecht mit einem Raumschiff oder mehreren Raumschiffen schnell tödlich endet. Ja, rechts davon haben wir dann noch unsere Tankanzeige. Das ist der ganz dicke Strich unter dem Fuel. Der ganz dicke Strich, der sagt eigentlich, was habe ich so in meinem Haupttank? Und dann habe ich so einen stellaren Tank irgendwie, den ich im Normalraum benutze. Das ist dieser ganz dünne Strich da drüber. Der nimmt immer ganz allmählich ab. Und immer wenn der leer ist, dann nimmt er sich ein bisschen was im großen Tank und ist wieder voll. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Uhr, da wäre dann quasi die Analogie, dass der dicke Balken da die Stunden sind und die dünnen die Minuten. Das aber gilt jetzt nur als Analogie, das hat jetzt keinen direkten Bezug. Jetzt gerade verbrauche ich 2,47 Tonnen Treibstoff pro Stunde. Das liegt einfach schlicht daran, weil auch wenn ich jetzt einfach nur im All liege, verbrauche ich halt Energie und das muss ja irgendwoher gefüttert werden. So, darunter habe ich dann halt Sachen wie Mars-Locked, Landing Gear, Cargo Scoop. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ich will es aber noch kurz anreißen. Die zwei Minuten habe ich. Mass-Lock bedeutet einfach schlicht, ein Objekt mit großer Masse ist in meiner Nähe. Und zwar ist so groß, dass ich in deren Nähe nicht meine Sprungtriebwerke verwenden kann. Weil das ist eine Sache in der Physik, wenn meine Sprungtriebwerke halt verwendet werden, die bauen halt ein großes gravimetrisches Feld auf. Und dieses große gravimetrische Feld kann ich halt nur aufbauen, wenn kein größeres gravimetrisches Feld in der Nähe ist. Und wenn ich halt direkt, also wirklich zu nah an einem Planeten bin oder einer Sonne oder
es kann auch ein größeres Raumschiff sein, im Zweifelsfall, dann kann ich nicht springen. Ja? So, deshalb, wenn Maslock leuchtet, kein Übertriebwerk, ich kann kein Sprungtriebwerk, keine Chance. Landing Gear, klar, ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn ich irgendwo landen will auf dem Boden, dann sollte ich mein Landing Gear ausgefahren haben. Und wenn ich nicht gerade mit Landen oder Starten zu tun habe, sind sie logischerweise eingefahren. Cargo Scoop, ganz lustig, ist für Bergesachen ganz wichtig. Wenn ich also irgendwie Treibgut im Weltall finde, Dinge halt aufnehmen möchte, die im Weltall treiben, dann mache ich das mit dem Cargo Scoop. Da würde dann halt noch auf der linken Seite dann auch noch was. Ja, der ist Frachtgreifer ausgefahren, auch genannt Cargo Scoop. Genau. So, das war jetzt eigentlich so das Wichtigste. Hier unten gibt auch noch so ein paar Sachen, das sind die normalen Displays, die es noch so gibt. Aber das würde jetzt zu weit führen und würden wir noch 10 Stunden labern. Jetzt lass uns einfach mal kurz in den Planeten fliegen und eine Mission machen. Dann werde ich auch gleich sehen, was ich eben meinte mit dem Winkel, den man beachten muss, wenn man auf dem Planeten landet. Hier will mich jetzt gerade die Federal Navy überprüfen. Das gestatte ich ausnahmsweise.
Jetzt kommen sie anscheinend näher. Seht ihr das? Da fliegen sie. Das ist ein Geschwader. Das sind anscheinend drei Schiffe. Genau. Zwei Eagles. Ja, alles Eagles. Also wenn ich die jetzt angreifen würde, wären sie innerhalb von... Na, nicht mal eine Minute, wären die alle tot. Aber das mache ich natürlich nicht, weil ich ein netter Mensch bin. Also so wirklich was wollten, ja, war ja wohl nicht. Naja, bin ich aber wieder weggeflogen. So, jetzt müsste da auch gleich. Da ist es schon. Da wollen wir hin. Und da muss ich jetzt landen. Das wird jetzt ein bisschen tricky, weil ich fast steil darauf zukomme. Ah, drehen wir uns mal. Jetzt gehen wir mal so langsam. Genau. Ihr seht, ich versuche möglichst einen Kompromiss zwischen steil und nicht zu steil. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu schnell. Bin wieder verdammt schnell. Machen wir ein bisschen flacher. 30, 24, 22, 20. Ich muss ungefähr bei 2,5 Kilometer pro Sekunde sein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, gehen wir mal weiter runter. Ja, jetzt war ja so klar. Deshalb auch Search Zone. Da klopft der mehrere ab. Seht ihr, jetzt sind es 260 Kilometer. Jetzt erhöhe ich wieder. Weil ab 2,5 Kilometer pro Sekunde gehe ich in den Gleitmode. Da kann ich ja nichts mehr machen. Ja. Schöne Scheiße, da ist es passiert. Glide fail too shallow. Genau das ist passiert, was nicht passieren soll. So. 200 Kilometer muss ich jetzt fliegen. Jetzt gebe ich mehr Energie. Achtet mal drauf, den mittleren Balken auf der rechten Seite. Das habe ich euch schon mal erklärt. Achtung. Seht ihr das? Und habt ihr gesehen, wie er schneller geworden ist? Ich habe nicht die Geschwindigkeit erhöht. Das habe ich nur durch die Energiezufuhr. Seht ihr das? Wieder normalisiert, es gibt wieder mehr, gibt mir gleich wieder mehr Stoff. So, jetzt kann ich aber auch Gott sei Dank Nachbrenner benutzen, zumindest so einen Energiestoß geben. Da werde ich nochmal eine ganze Ecke flotter, aber das ist kein Dauer, das ist nur so ein kurzer Impuls, wo ich dann mal irgendwie auf über 300 Sachen komme, und dann werde ich wieder allmählich langsamer auf Normalgeschwindigkeit. So. Ja, jetzt fliegen wir erstmal 10 Minuten geradeaus. Na Ed, das war was du wolltest, ne? Kann man da immer auch mal irgendwo einfach nur geradeaus fliegen? Jo, das machen wir jetzt nämlich jetzt hier. So, jetzt fliegen wir einfach mal 12 Minuten geradeaus. Das ist übrigens das Codex-System. Das ist auch eine sehr nette Sache. Im Codex-System findet man seit dem letzten Update sowas wie Logbücher etc.
Ja, ich weiß, eigentlich würde man denken, sowas hätten sie jetzt einfach angegeben, aber wurde es jetzt erst nachgereicht. Endlich, nach all den Jahren, muss man sich nicht mehr irgendwie extern irgendwo merken, wo man mal im System war und wo was war. Es ist schon eine schöne Sache. Ja. Da gibt es auch die Discoveries hier zum Beispiel. Da kann ich jetzt sehen, welche astronomischen Sachen habe ich da schon gefunden. Meine totalen Discoveries sind 12. Ja, die habe ich auch hier. Bei den astronomischen Sachen. Seht ihr hier zum Beispiel, ich habe einen F-Type-Star schon gefunden. L-Type, K-Type, G-Type. Und ich habe sogar schon mal einen weißen Zwerg gefunden. Ja. Ich habe zwar schon viel mehr gefunden, aber das Problem ist halt, dass das Logfile erst jetzt seit einer Woche gibt. Habe ich natürlich auch erst 7 Sachen gefunden. Schwarze Löcher habe ich natürlich auch schon gefunden. Aber nicht seit ich hier ein Logbuch habe. Ist echt schade, dass der jetzt irgendwie meine ganzen Systeme nicht mehr da drin hat. Also schwarze Löcher sind auch hochinteressant, kann man auch hinfliegen. Man sieht natürlich nicht viel, weil wie gesagt, Licht kommt ja nicht raus. Aber zum Beispiel Neutronensterne, aber auch hier weiße Zwerge sind schon beeindruckend. Ja. Gasriesen, auch wunderschön. Na, da war noch was. Wartet. Genau. Terrestrische Planeten. Also erdähnliche Planeten gibt es natürlich auch einige. Hier haben wir halt zum Beispiel Shinrata Total cool. Wir können mal gucken, wo der ist. Gucken wir auf die Sternkarte. Ist 102 Lichtjahre entfernt. Könnte ich sogar theoretisch hinfliegen. Ist gar nicht so weit weg. Das wären für mich ungefähr 8 bis 9 Sprünge. Dann wäre ich da. Jetzt soll ich immer noch 9 Minuten. Ich will aber nicht. Das ist mir zu lang. So, einmal Nachbrenner geben. Schon jetzt nur noch 6 Minuten. Nochmal. Ah, 6 Minuten. Das kann ich auch eine ganze Weile machen, weil meine Triebwerke relativ schnell aufladen, weil ich jetzt die ganze Energie halt auf die Triebwerke gegeben habe. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So, wo waren wir stehen geblieben? Es geht um Squadrons. Das ist zum Beispiel meins, was ich gegründet habe. Der Name ist Rogue Legends. Ihr findet mal unsere Webseite übrigens auch unter roguelegends.de. Viel kann man jetzt noch nicht sehen. Nur so ein paar Minitexte, wer wir sind. Was unsere Grundintention ist. Da wird es auch später mal einen Member-Bereich geben, also wo man dann sehen kann, wer ist bei uns dabei, was sind wie viele Leute, mit Fotos, vielleicht ein paar nette kleine Blogbeiträge über Abenteuer in unserer Galaxis. Ja, schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall game-related und viel Spaß halt bei der Sache. Genau. Also bei uns im Squad soll halt vorrangig der gemeinsame Spielspaß, natürlich trotzdem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also ich bin kein Freund davon, dass man so aus Spaß einfach mal sich gegenseitig sabotiert. Das gehört sich nicht. Wenn das bei uns einer machen würde, wäre er schon leider wieder draußen, als er drinne war. Aber davon ab ist man sonst für jeden Schwachsinn zu haben. Ja, und wenn das zum Beispiel mal bedeutet, dass wir mal irgendwie mit, keine Ahnung, mit 10 Raumschiffen einfach mal irgendwo hinfliegen und einfach mal eine Belagerung machen, einfach nur weil wir es können. Warum denn nicht? Ja, wenn wir wissen, wie wir nachher wieder unsere Wanted-Staaten loswerden und unsere
Kopfgelder wieder loswerden, ist alles gut. Ne? Wenn wir eine Armada von 10 großen Schlachtschiffen sind, dann haben wir relativ viel Ruhe. Muss man freundlich auszudrücken. Was aber nicht heißen muss, dass man das dann nur macht, weil das wäre dann auch wieder langweilig. Und selbst da würde ich immer noch sagen, muss man gucken, dass man nicht assig wird. So. Ja, sind wir noch fern. 5 Minuten, sagt er. 80 Kilometer. Wenn ich also Nachbrenner gebe, dann sollte er etwas mehr rockern. So. Unten sieht man schon sehr beeindruckende Einschlagkrater, wie sie üblich sind bei Planeten oder Himmelskörpern ohne eine eigene Atmosphäre, weil da kann eben nicht viel verbrennen. Die Erde zum Beispiel hat nicht so viele solche Sachen, obwohl man sagen muss, sie hat auch noch, hat sowas auch, ist meistens nur durch die spätere Vegetation quasi verborgen oder durch das Wasser verborgen, durch die Meere. Wir haben zum Beispiel im Pazifischen Ozean gibt einen riesigen, gigantischen Krater, bei dem man, zumindest war das früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals hat man vermutet, dass aus diesem halt auch ein Großteil der Masse unseres Mondes entstanden ist. Ja, weil der Mond ist wohl mal aus einer planetaren Kollision entstanden, also quasi die sehr junge Erde ist mit anderen kleineren Planeten kollidiert und dabei ist dann quasi ein wie so ein Tropfen, der zurückspringt aus dem Wasser, wenn ein größeres Objekt reinfällt, ist der Mond entstanden. So ungefähr muss man sich das vorstellen. So, noch 60 Kilometer. Wo soll ich die zweite Schiffe holen? 3,4 Millionen Meilen. Das ist in dieser Ecke. Ja, das ist zum Beispiel mein Raumschiff. Gibt man hier auch so die wichtigsten Daten. Zurzeit habe ich eine Sprungweite von 17,4 Lichtjahre mit einem Sprung. Ich habe eine Schildstärke jetzt gerade von 2213. Und das sieht man auch so die Abwehrfähigkeit meiner Schilde. Die sind am stärksten gegen Explosionen, also gegen Missile zum Beispiel. Habe ich eine Resistenz von 54,5% und bei kinetischer Abwehr bei 45,4%, das ist schon mal eigentlich nicht schlecht. Thermal hingegen bin ich nur bei 2,5%. Nur Shield, Thermal, viel schlimmer, aber Shield bin ich zum Beispiel, habe ich prinzipiell überhaupt keine thermische Resistenz, also minus 9,3, das heißt, meine Schilde gehen dann, lösen sich mehr oder weniger auf. Was die Panzerung angeht von der Außenhülle, die ist halt wirklich lächerlich. Die ist praktisch nicht vorhanden. Das ist auch genau der Grund, warum ich, sobald ich mal richtig fett Kohle habe, hole ich mir Military Graded Reflective Panzerung. Die kostet mal eben eine 250 Milliarden. Also ist schon eine Hausnummer. So, wo sind wir jetzt hier? 30 Kilometer entfernt. Ja, sind wir gleich da. Jetzt werden wir gleich mal landen. Und da werdet ihr mal sehen, das ist wieder auch so ein Eisplanet, das kann man auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Also es ist hier alles ziemlich vereist. Icy, icy. Entschuldigung, war letzte Woche erkältet und bin jetzt dabei. Ich habe mein Leben lang schon eine chronische Bronchitis. Jetzt bin ich halt dabei, den Schleim aus den Bronchien rauszuhusten. Das ist bei mir immer eine Phase. Nach der Krankheit, wenn ich eigentlich wieder gesund bin, habe ich trotzdem immer noch wochenlang mit den Folgen der Krankheit zu tun. Das ist immer ein bisschen blöd. Also alles, was immer auf die Lunge geht, ist schlecht bei mir. Daher, ich bitte zu entschuldigen, dass ich hier nicht am Husten bin. So. Noch
13 Kilometer. Ah, da ist irgendwas auf dem Radar. Ein Aliens Crusader. Na, wer ist das denn? Warte mal, den müssen wir uns mal kurz mal angucken. Also wenn hier ein irgendein komischer Aliens Crusader abhängt. Das riecht ja geradezu schon nach Feind. Der ist unter mir. Der ist unter mir. Jetzt sagt mir nicht, der ist da gelandet. Der ist da gelandet. Und der ist wanted. Na, dann darf ich ja auf den schießen. Dann schießen wir doch mal auf den. Heute mal die Sekunden zählen, wie schnell er tot ist. Und los geht's. So, das war's für ihn. Der ist hin. Vielleicht hört ihr das Boom. Achtung. Na, werde ich mal endlich mal sterben? Hallo, sterben. Da ist er hin. Also ich muss meinen Respekt zollen. Der war die ganze Zeit schon bei Höhenintegrität auf 0%. Das habe ich auch nicht mehr groß auf ihn geschossen. Und der wird aber nicht sterben. Und hier seht ihr auch schon gleich Federals. Die können jetzt auch gerne wieder abhauen. So, hier wird es die Station, wo wir hinwollen. Das ist auch mal schon schick. War aber interessant, ne? Hat sich da einfach auf den Boden hingelegt und gehofft, dass ich ihn nicht sehe. Wisst ihr, was aber die Ironie in der ganzen Sache ist? Oh, warte, das kann ich mal kurz zeigen. Seht ihr das Weiße da? Das ist kein Schiff. Das ist ein Objekt oder eine Signaturspur. Und das ist eine Spur, seht ihr? High Energy FSD Wake. Das heißt, da ist ein Schiff in den Hyperraum gesprungen. Ich könnte es jetzt scannen, steht auch Need Scan, und dann würde er mir zeigen, wohin da jemand geflogen ist. Ist zum Beispiel dann interessant, wenn ich jemanden verfolge. Da ich aber ihn nicht verfolge, völlig uninteressant. So, dann fliegen wir mal jetzt dahin. Und landen mal. Ja. Mit so einem riesen Schlachtschiff übrigens so nah über dem Boden ist nicht ganz ungefährlich zu kämpfen. So, dann fahren wir mal gleich. Seht ihr, jetzt bin ich Masslock, weil ich so nah am Boden bin, so nah am Planeten bin. Und jetzt fahre ich das Fahrwerk aus. Und gleich bremse ich ab und dann wird mal eben schnell gelandet. Und lande ich. Schön langsam.
So, und das irgendwas Blödes ist da eine ganze Menge Raumschiffe, die hier rumfliegen. Das macht mich gerade nicht glücklich. Ihr werdet ja nicht verstehen, warum. Weil ich muss jetzt hier was tun, was illegal ist. Das heißt, ich werde gleich wanted sein. Das ist eher ungünstig. Ihr seht ihr übrigens auch wie den Radar, das ist nur, dass ich jetzt in einem Oberflächenfahrzeug unterwegs bin. Jetzt seht ihr das zum Beispiel als grün mein eigenes Raumschiff. Und weil es von mir ist, ist es nicht ausgefüllt. So. Also ich überlege jetzt gerade, ob ich mein Raumschiff wegschicke, weil da so viele Raumschiffe rumfliegen. Ich sehe keine Grenze. Das wiederum ist sehr, sehr vorteilhaft. Zu früh gefreut. Ach, zu früh gefreut. Alles klar. Zu früh gefreut. Ja. Wie äußerst ungünstig. Ich versuche mich jetzt mal in das Zelt ranzupirschen, ohne den Alarmfeuer auszulösen. Wenn jetzt die ganze Zeit hier aber irgendwelche Raumschiffe entgegenfliegen, dann werde ich eventuell mein Raumschiff gleich in das All entlassen und darauf dem sagen, er soll warten, bis ich ihn rufe. Fahren wir mal schnell zum Raumschiff zurück. Vielleicht komme ich ja halbwegs glimpflich weg. Ah, geht schon los. Alle Energie auf die Schilde. Links hier weg, aber so richtig weg, weil sind auch noch Raumschiffe und ich möchte jetzt nicht aus Versehen jemanden umbringen. Also ich mache mir nicht so Gedanken, dass ich jetzt Angst habe, zerstört zu werden, sondern ich habe mehr Angst, dass ich jetzt jemanden aus Versehen kille, weil ich habe echt Kraft.
Bitte? Oh, nix hier weg. Also was ich gerade nicht verstehe, ist, warum die Mission nicht abgeschlossen war. Ich habe da alles richtig gemacht. Nehmen wir mal den. Das Doofe ist, ich bin jetzt trotzdem schon wanted, ne? Das heißt, wenn mich jetzt irgendeiner sieht, werde ich gleich angegriffen. Ah, da ist er schon. Seht ihr das? 3,3, da fliegen wir jetzt gerade drauf zu. Jetzt ist es dunkel, dann machen wir mal Nachtsicht an. Sehen wir ja nichts. Die schnelle und dreckige Methode dahin zu landen. So, wir fliegen jetzt mit Nachtsicht und hoffen mal, dass wir jetzt keinen großen feindlichen Kontakt mehr hier haben rennen. Wie gesagt, ich habe nicht Schiss, dass die mich zerstören. Da mache ich überhaupt keine Sorgen. Also ich bin an Feuerkraft deutlich überlegen. Aber wenn ich einen bewaffneten Konflikt jetzt mit der Staatsmacht hier hätte im System, würde es darauf hinauslaufen, dass ich noch mehr gewanted bin, also dieses Kopfgeld sich erhöht und wahrscheinlich zwar deshalb, weil ich jemanden dann zerstören würde. Das heißt, ich werde dann wegen Mordes gesucht. Und diese Morddinger, man kann sich zwar auch da freikaufen, aber da ist dann zwingend auch eine Zeit, die verstreichen muss, bis man dann wieder eine gesäuberte Akte hat und das möchte ich echt vermeiden. Was ganz gut jetzt zu sehen ist übrigens, ist die neue Nachtsicht, die jetzt erst letzte Woche mit dem Patch gekommen ist. Also wenn ihr mal so guckt, an der Seite könnt ihr jetzt irgendwie sehen, man sieht den Boden, was man sonst nicht gesehen hat. Und ich sehe auch mein eigenes Raumschiff. Um euch mal den Fortunterschied zu sehen, jetzt mit Nachtsicht und ohne Nachtsicht, mache ich die Nachtsicht jetzt einfach mal aus. Seht ihr das? Ihr seht einfach nur eine Idee von Schwarz in Schwarz in Schwarz. So richtig 100% reiner Instrumentenflug kann ich auch. Musste ich ja die ganzen letzten Jahre machen. Aber jetzt mit dem neuen Nachtsichtmodus ist das natürlich echt schick und auch sehr geil gemacht. So.
Alles nicht so einfach. Ihr habt gesehen, mit einem großen Raumschiff mal eben irgendwie einen entsprechenden Platz zu finden. Ach ja, jetzt seht ihr es mal mit den Scheinwerfern. Man kann auch mit Scheinwerfern natürlich fahren, ganz klar. Allerdings, oh, guck mal, da liegt irgendwas auf dem Boden. Da fahren wir mal hin. Man kann nämlich auf diesem Planeten auch Mineralien finden, die recht selten sind. Und echt mal, macht man das Glück, dann ist da einer in der Nähe. Ha! Welch ein Glück. Aber guck mal, ihr seht ihr mal, mit Licht ist es wirklich. Siehst du der Burner? Und jetzt mache ich mal Licht aus und Nachtsicht an. Deutlich besser, oder? Also ich fahre fast nur noch mit Nachtsicht. So, das ist ein Mesoderite, wie die heißen. Die sind deshalb interessant, weil, wenn man die zerballert, dann gibt es ganz viele, viele kleine Steinchen. Sehen. So, und die sammeln wir jetzt ein. Guck mal, da gibt es mich schöne lustige Brocken. Angel auf. Sulfur ist zum Beispiel sehr toll, können wir immer gebrauchen. Und noch ein Mesoderit, mein Gott. Ist ja geradezu eine. Ah, jetzt. Noch mehr Sulfur. Immer gut. Immer genommen. Tungsten. Weil mit den Mineralien kann ich wieder lustige Dinge machen, zum Beispiel meine Bordsysteme verbessern. So, jetzt wieder zurück zur Mission. Mein Raumschiff, ohne Nachtsicht, man echt nur die Beleuchtung. Skimmer. Also ist da wahrscheinlich auch die Basis, wo wir hin wollen, um den Scan zu machen.
Incoming message. Incoming mission critical message. Bounty incurred. Under attack. Target destroyed. So, jetzt sind wir dann am Zeit, ich will irgendwie eine Meldung kriegen, dass ich meine Mission erfüllt habe. Incoming Mission Critical Message. Ja, dann gucken wir mal. Sehr gut, wurde auch mal Zeit, ey. So. You have entered a trespass zone. Trespass zone cleared. Sieht ziemlich gewaltig aus, das Raumschiff, aber im Dunkeln echt fast kaum zu sehen. So. Ach ja, mein Gott, was eine schwierige Geburt diesmal. Also es ist die eine Mission, die es geworden ist, hat mich wirklich geärgert. Ja, weil ich eigentlich alles richtig gemacht habe und nur die Bestätigung ausgeblieben ist. Ach, es regnet. Seht ihr das? Es ist Regen. Wo ich mich mal frage, wie kann es regnen auf einem Planeten ohne Atmosphäre? Aber nun gut. Das müssen uns mal irgendwann die Macher. Also sieht zumindest aus wie Regen. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Also sind das irgendwelche Partikel, die in der Höhengeschwindigkeit auf mich runterprasseln. So, Geschwindigkeit wieder auf Automatik reduzieren, schon mal einen Seitenflug gehen, damit wir gucken können, wo ist denn das Ding? Wie, ich bin 100 Kilometer nur entfernt? Okay. Und ich entferne mich gerade. Und dann sollte ich vielleicht mal ein Looping fliegen. Und zwar in 3, 2, 1... Triebwerke aus, volle Drehung, wieder Schub geben und dann versuchen wir da mal zu landen. Finde ich auch interessant.
So, gleich soll ich in den Gleitgedöns kommen. Und zwar jetzt. Das ist jetzt Gleit. Da kann ich nur sehr schwierig per Steuerung eingreifen. Sehr träge. Gucken wir mal. So, wieder 2 Minuten 44 werde ich mir hier gerade ausfliegen und dabei möglichst nicht abstürzen oder gegen den Berg fliegen. Alles schon passiert. Ich habe es mal geschafft, da bin ich so steil runtergekommen und so schnell, dass ich es nicht mehr geschafft habe, rechtzeitig abzubremsen, weil mein Schiff einfach zu viel Masse hatte, zu viel Schwungmasse. Da bin ich mit fast voller Fahrt in die Planetenoberfläche reingerammt. Also war mein Schiff sofort tot. Man sieht also, auch bei großen Schiffen muss man Hölle aufpassen. Ach ja, noch 35 Kilometer. Ja, ich denke, ihr habt jetzt schon, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, wie das so funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch weiterlaufen soll, ob ich jetzt die Aufnahme noch weiterlaufen lassen soll, um euch noch zu zeigen, wie man zum Beispiel seinen Wanted-Status wieder los wird. Und ich könnte euch noch so 2-3 Sachen zeigen. Jetzt kann ich euch natürlich leider nicht bei ihm in Echtzeit befragen, ob ihr das denn wollt. Ich glaube, ich lasse es erstmal dabei. Ihr solltet euch erstmal damit auseinandersetzen, wie steuere ich ein Raumschiff. Wie gesagt, Cursor-Tasten habe ich mit mir so gemacht, dass ich nach links rolle, rechts rolle. Vorne ist halt Schub geben oder Schub wegnehmen. Und mit der Maus mache ich wirklich nur links Drive, rechts Drive, Nase hoch und Nase runter. Und ja, ist, finde ich, immer noch die beste Möglichkeit, damit zu spielen. Wer das anders machen möchte, soll das gerne tun. Es geht letzten Endes darum, dass ihr am besten mit der Steuerung zurechtkommt. Ich bin halt ein Oldschool-Player. Ich habe das halt so bei mir alles gemacht. Wer das auch so machen möchte wie ich, der soll mir einfach schreiben. Den schicke ich gerne da meine Konfiguration. Ich habe auch für meine Konfiguration, für meine Tastatur ein eigenes Elite-Profil veranlagt. Das heißt, bei mir sind die Tasten auch entsprechend der Funktion des Schiffes eigens beleuchtet mit unterschiedlichen Farben und Funktionen. Also, jetzt muss ich schon manuell die Triebwerksdüsen, die manuellen Steuerdüsen benutzen. Ah, guck mal, da ist er schon. Station. So nah bin ich schon. Na, guck mal einer an. Wer hätte das gedacht? Viele Raumschiffe dafür, dass ich einfach mal kurz hier landen möchte.
nicht so einfach. Wisst ihr, je größer das Schiff, desto schwieriger eine vernünftige Landestelle zu finden. Weil ich einfach zu groß bin. So, drück mal die Daumen. Ja, war ja klar. Passt nicht. Ja, Halleluja. Das war mal eine schwere Geburt, wa? So. Jetzt fahre ich da wieder hin. Und hoffen wir mal, dass ich es diesmal auf die Reihe kriege. Wo ist er? Der alte Sensormast. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Trespass zone. Trespass zone cleared. Bin mal gespannt. Incoming message. Incoming mission critical message. Bounty incurred. Under attack. Target destroyed. So, jetzt könnte langsam mal. Na endlich. So, nix sie weg hier. Warning, you have entered a trespass zone.
So. Problem gebannt. Problem erkannt, Problem gebannt. So war das, genau. So. Warum muss man hier verpissen, wa? Mal kicken, wo es uns da hinschlecht liegt. Nach Protriti. Okay, das dürfte nur ein Sprung entfernt sein. Yep. Dann wollen wir da mal hin. Das Schöne ist, wir können direkt hinspringen. So, diese beiden Missionen muss ich jetzt noch machen, weil die morgen verfallen und das wäre nicht gut für meine Interpretation.
wenn ich Missionen annehme und die dann nicht erfülle. Dann mache ich die jetzt noch schnell und dann zeige ich euch doch noch, wie man seinen Wanted-Status korrigiert. Das denke ich mal ist für euch ganz interessant, weil wenn man nämlich Wanted ist, ist das eine ziemlich brenzlige Geschichte. Erstmal wird man dann nicht nur von Piraten gejagt oder von Bounty Hunters, besser gesagt, sondern man wird vor allem auch von der Staatsmacht gejagt. Und wenn die einen finden, naja, dann wollen sie einen halt umnieten. Und das kann einem auch passieren, wenn man zum Beispiel landen will irgendwo. Ja, da wird man auch oft gescannt. Und wenn man dann halt sich wanted ist, dann wird auch mal kurz das Feuer von der Station eröffnet. Und wenn die das eröffnen, ist man ruckzuck einfach platt. Und zwar wirklich im negativen Sinne. Ja. So, ein kleiner, süßer, hübscher Planet, ohne Atmosphäre. Wie man sieht, schön viele Einschlagkrater. So, noch 10 Millionen Meilen entfernt. Ich glaube, hier brauche ich keine Nachtsicht. Ist hell genug. Ganz hübscher Planet, ne? So, jetzt komme ich ziemlich steil runter, also mit 50 Grad ist schon wirklich bitter. Ja, ich bin gleich wieder um einiges flacher, allerdings mit 700 Pferdung. Holy crap, das ist ganz schön steil. Krasse Landschaft.
interessante Hüllstörung. Ist das mal ein Erfassungssystem oder sind das wirklich Schatten von irgendwelchen Meteoritenschauern? Naja, alles möglich. Wieder ein williges Opfer. Wanted. Liegt auf dem Boden. Das ist auch der Grund, genau warum ich, wenn ich wanted bin, auf dem Boden gelandet bin, leicht paranoid bin, weil, wie gesagt, du bist ein leichtes Ziel. Und wie leicht, kann ich das mal kurz vorführen. Also warum der mich jetzt angegriffen hat, das reile ich nicht. Fahrwerk ausgefahren. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum der auf einmal auf mich geballert hat, weil ich habe ja gleich auf ihn geschossen. Egal, da ich ja sowieso hier was zu tun habe. Na, so eine Oberfläche sieht doch was lustig aus, oder? Das ist doch mal eine Aussicht. Leute, ne? Da liegt der Forscher dran in einer Hochkopf, was ich auch nicht weiter. So. Okay. Jetzt warten wir eigentlich darauf, dass er sagt so, up, alles super, das einpacken und gehen. Okay.
Mission Critical Message. Das sieht gut aus. Jo, das ist, was wir gesucht haben. Das sieht doch ein Raumschiff aus, das mich überlädt. Schön, schön hoch. Zack, zack, zack. Hier ist aber nichts hier weg. Das sieht nach einem Raumschiff aus. Oder? Noch. Zack. Die Gaia. Ach ja. So. Dann brauchen wir hier mal schnell. So, jetzt ist er noch verdeckt, das ist meine gestrichelte Linie von dem Kreis. Und sobald er durchgehend ist, also in dem Fall gelb Kreis, kann ich in den Hyperraum springen. Und das mache ich auch gleich. Sobald er nicht mehr verdeckt ist auf dem Planeten. So, nämlich jetzt. So. Dann wollen wir dann mal so einen Wind steuern. Und gleich springt er dahin. Bereit zum Sprung. 4, 3, 2, 1. Also ihr seht, das Game ist eigentlich relativ easy, wenn man so ein paar Sachen weiß. Ich hoffe, ihr könnt so einige Sachen mitnehmen, so was ihr jetzt mitbekommt. Ich helfe gerne auch bei Nachfragen weiter, also wenn ihr da irgendwie in den Kommentaren Fragen habt, ich helfe gerne. Aber soll es nicht scheitern. So, ich ahne mal, ich muss jetzt wieder zum Navpoint, das scheint nämlich ein Bug zu sein in der aktuellen Version. Ja, ich muss zum Navpoint. Alles super. Kein Stress. Gar kein Stress. Kriegen wir alles hin. Navbeacon meine ich natürlich, nicht Navpoint. So wie ihr ja gelernt habt, ne, muss es der runde leere Kreis ein runder voller Kreis werden. Und natürlich in der Mitte sein. Und siehe da, da
darf ich ihn nachbieten. So navigiert man. So, jetzt fliegen wir darauf zu. Meine Geschwindigkeit habe ich auf blau. Ja, das ist auf blau, also nicht auf gelb, sondern ist ja auf blau. So habe ich auf immer die ungefähr richtige Geschwindigkeit. Ah, die Sonne. Diese Nachbeacons sind immer bei den Sonnen. Dann so eine Art, ich müsste euch vorstellen, wie so Peilsender zwischen die für den Hyperraum, für die Navigation. Ja. Also ohne die wäre es deutlich schwieriger, von System zu System zu springen. Wobei das natürlich eine nette philosophische Frage aufwirft, nach dem Henne- und Ei-Prinzip. Man kann ja auch Sternsysteme entdecken, wo noch kein Mensch vorher war. Lustigerweise gibt es dort aber einen Navbeacon. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, woher kommt der Navbeacon? Wenn man selbst der Erste ist, der ein System betritt. Das ist doch mal eine interessante Frage, oder? Also auf Scan. Ich will nicht unbedingt ran. Eine missionsrelevante Nachricht. So. Wo muss ich hin? Scan festgestellt. Eben mit einer verdammten Arme vorbeigeflogen. Und zwar der hier. Federal Agent. Also müssen wir wissen, es gibt ja manchmal so ein paar Leute, die sind leicht größenwahnsinnig. Die haben. Oh, da waren. Warte, da war doch eben. Naja, doch nicht. Okay. Ich habe erst gedacht, da wäre jemand gewesen, den ich ganz gerne mal kaputt machen würde. Hab mich aber wohl verguckt. So, Frigaia 8b soll es also sein. Okay. Ach ja, so. Boah. So, und danach geht's los. Dann fliegen wir. Oh, Entschuldigung bitte. Oh, dann fliegen wir ein intergalaktisches Büro an, also einen Kontakt jedenfalls an. Intergalactical Fraction oder Faction, wie die heißen. Und da kann man nämlich dann eventuell vorliegende Geldstrafen, Bounties bezahlen und verliert dann auch seinen Wanted-Status. Da kann man sich sogar vom Mord freikaufen. Das ist kein Witz, allerdings muss man da dann, wie gesagt, pro Mordopfer muss man 2 Stunden rechnen. Heißt, habe ich 10 Leute umgebracht, muss ich 20 Stunden warten, bis ich da meine Sachen bezahlen kann. Und zwar nicht 20 Stunden nach dem Motto, ich gehe jetzt aus dem Spiel raus und komme morgen wieder und kann dann, nein, sondern 20 Stunden im Spiel. Also sollte man sich mit bisweilen überlegen, weil 20 Stunden im Spiel ist schon eine Menge. Vor allem, wenn man in dieser ganzen Zeit quasi freiwillig ist. Weil dann nämlich da so ein Typ wie ich kommt, der sagt so, oh, guck mal da, für den kriege ich gleich 500.000 Kredite. Nur wenn ich den abknalle, ja, dann ist halt schlecht. Ach, guck mal an. Da schreibt mich jemand an. Commander irgendwas. Okay. Na, wir grüßen mal zurück.
irgendwas mit Obscur Corsage. Yes, discover. Und wanted. Ja. Da juckt's mir ja in den Fingern, ne? Aber so viel Glück habe ich nicht, dass der mich angreift. Der wäre wirklich gut für meinen Fortkommen am Dating-Status. Drückt näher. Auf diese, was man von Saturn kennt, ne? Diesen Gürtel, das sind eigentlich riesige, ein ganzes Meer von Meteoritentrümmern, Asteroidentrümmern. Und da kann man unglaublich krass in großen Mengen Erze abbauen. Also richtig Mining machen. Kann man auch spielen. Ja. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann wieder. Ich habe das mal vor 4 Jahren oder so mal gemacht. Aber es hat mich nicht so angebockt. Aber mittlerweile ist da, was es da an Schiffen gibt und an spezialisierter Technologie, die man sich einbauen kann, ist es einfacher geworden. Früher war das wirklich hochgradig nervig, das zu machen. Orbitalflug aktiviert. Ist ja ein Ding. Seht ihr, wie er abbremst? Sieht ja eine krasse Oberfläche. Ist alles so blau. Ist das blaues Eis? Hm. Wasser? Hm. Anyhow, ich muss ja etwas landen. Na klar, ne? 82 und aus 240. Ja. Das geht mir schon wieder voll auf den Sender. Thank you.
So. Da seht ihr mein Schiff. Dann schicki schicki. Jetzt wollen wir mal wieder andocken. Ist nicht ganz so einfach, weil es hier echt ganz schön viel ist. So. Und dann wollen wir mal uns ein intergalaktisches Büro suchen. Das macht man auf der Galaxy Map. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt gleich angegriffen werde. Wenn nicht, dann habe ich genug Zeit und Raum, da irgendwas zu machen. Aber es sieht eigentlich alles ganz ruhig aus gerade. Nutzen wir mal die Gunst der Stunde. Gehen wir mal auf die Galaxy Map. So, jetzt suche ich hier halt zum Beispiel Interstellar Factors. Genau. So, und jetzt habe ich hier so grüne. Für 5 Lichtjahre entfernt. Da gucken wir doch einfach mal nach. Kann ich aber nicht landen. Also das war schon mal interessant. 12 Lichtjahre entfernt. Auch hier kann ich nicht landen, nur Outposts. Lichtjahre entfernt. Da kann ich landen. Gucken wir mal. Hat es das? Jo, Interstellar Factors. Also Kurs setzen. 2 Sprünge, kein Problem. Und da fliegen wir jetzt hin. S3479, okay. Das Schöne ist, weil er Sichtweite ist, kann ich direkt einen Übersprung geben. Und das machen wir jetzt auch. Die anderen Schiffe, die gerade kommen, die sehen von mir nur noch eine Dunstwolke. Die könnten natürlich mein High-Stake jetzt scannen und mir folgen, machen sie aber in der Regel nicht. Weil das meistens Systemsicherheit ist, die nur in ihrem System bleibt, also nur in diesem Sonnensystem. Interstellare Sicherheit folgt, gibt es doch leider nicht. Das ist auch eine Sache, da würde ich noch drauf warten. Das wäre eine ziemlich coole Sache, wenn es auch eine interstellare Sicherheit gäbe, die vielleicht nur 4 Faktoren abhält. Also wenn du quasi gegen eine Föderation, wenn du gegen die Navy zum Beispiel irgendwie was machst. Dann wäre es sehr cool, dass wenn man von einem Föderationsraum in den nächsten geht, dass sie einen folgen können. Ja. Oder so eine Art UNO, aber halt der Galaxis, aber von der Galaxis halt. Also quasi die grenzüberschreitend oder fraktionsüberschreitend agieren können. Wäre auch ziemlich cool. Würde mich nicht wundern, wenn sowas alles noch kommt, weil wenn man denkt, dass in den ganzen letzten Jahren alles Sachen dazu kamen, ist Elite wirklich ein ziemlich geiles Game. Auch mal so sagen. Und das Ganze noch in Bedenken, ohne dass man monatlich was abdrücken muss. Ich wäre sogar bereit, monatlich was abzudrücken, weil ich das um Lichtjahre kreativer und näher an der Community finde, als zum Beispiel so ein Schwachsinn wie World of Warcraft, ja? Die Milliarden scheffeln. So, da müssen wir jetzt hin. Und da landen wir jetzt. Und dann werde ich mal meinen Wanted-Status, das kann ich mal zeigen, wo ich überall schon jetzt gesucht werde und wo ich überall wanted bin. Das kann man hier nämlich nicht anzeigen lassen. Es sind keine großen Summen, ja. Also wir reden hier von 2200 Kredite, aber das ist völlig egal. Wenn ich einen Wanted-Status habe, habe ich einen fucking Wanted-Status. Und dann wird man auch mal irgendwie wegen 500 oder 200 Krediten irgendwie plötzlich zerstört, ja. Genauso, als wäre man ein Mörder, der ein Kopfgeld mit 500.000 hat. Also deshalb, sobald man wanted ist, sollte man das ernst nehmen und möglichst aus der Welt schaffen.
Entschuldigung. Also, nächstes nerviger als abhusten. Naja. So. McNair, ne? Ja, McNair Gateway. Wilder Name. Ach so, ja, das Schöne ist ja, weil ich ja, dort kann ich natürlich auch mein Geld abgeben. Also einfordern. Also das kriege ich jetzt auch da. Das ist also für mich ein Plusgeschäft sogar. Ja. So, man kann durch Rotation auch gucken, wo in der Station ist eigentlich der Eingang. Dann, dass man schon, wenn man reinspringt, aber scheinbar ist er nicht andersweise in meiner Richtung. Ist nicht schlimm. Mache ich gleich den Autopiloten an, dann kriegt ihr ein bisschen Musik auf die Ohren. Etwas Public Domain Musik, nämlich einen Walzer. Woher der Walzer kommt, das hat eine ganz einfache Hintergrundgeschichte. Alles hat angefangen mit Stanley Kubricks 2001, im Film. Da gibt es eine Sequenz, wo man an der Stadt, wo man andockt, so ein Andockmanöver. Da läuft dann ein Schnee, ich glaube, so ein Schneewalzer, ne? Dieses dem. Und das ist immer schön im Takt dieser langsamen Rotation beim Andockmanöver. Wunderbar gemacht damals von Stanley Kubrick. Und als 1982 das Spiel Elite erschien, also dieser Meilenstein in der Computer, in der Spielecomputer-Geschichte, da war auch dieses Adaptier. Das heißt, wenn man in damaligen Elite an der Station sich andockte, kam diese Musik. Also lag es natürlich nahe, dass bei dem Remake des Spiels, nämlich Elite Dangerous, was ja aus der Feder desselben Entwicklers von damaligen Elite stammt, dass natürlich auch hier wieder der Fall ist. Und jetzt lauscht einfach mal beim Andockmanöver. Denn jetzt ist der Autopilot an und wir hören den Walzer. So, ich hoffe, euch hat die kleine Walzer-Einlage gefallen. Ich habe mir kurz mal die Zeit genutzt, um was zu trinken zu holen aus der Küche. So, jetzt sind wir da. Jetzt werden wir einfach mal ganz kurz unsere Strafen zahlen. Also erstmal hier auffüllen, Reparaturen, Waffen, Munition auffüllen. Ich habe ja auch ein paar munitionsbasierte Waffensysteme. Mal ein bisschen genauer. Wir sind in die Wartung. Okay. So, dann gehen wir mal in die Contacts. Und da gibt es Legal Facilities, genau. So, da zahlen wir jetzt mal die Strafe. Holen uns erstmal dann unser Geldchen ab. Genau. Und das können wir uns auch dann noch hier vergolden lassen. So. Das war schon ganz nett.
So, und jetzt, guck mal, ich kann ja auch noch, wenn ich will, auch die Kartografie noch ein bisschen. Ich habe ja immer schön gescannt. Guck mal, nochmal 200.000. Das rechnet sich schon. Und jetzt fliegen wir mal zurück und holen uns ein bisschen Geld. So, ein Jump. Ich denke, das kriegen wir gerade hin. Also starten wir wieder. LRS 3447, der Ort, wo jeder mal oder wo viele mal angefangen haben zu spielen, und da fliegen wir jetzt hin. So, wir spielen ja schon wieder fast 2,5 Stunden. Und ihr habt gesehen, ich habe nicht wirklich viele Missionen gemacht. Da sieht man zum Beispiel einen Sidewinder und seht, das ist jetzt auf meiner Ebene. Das ist ein Quadrat, aber es ist leer. Also es ist ein ausgehöhltes Quadrat. Also ein echter Spieler. Und wie ihr seht, könnt ihr links sehen, wie ich es euch vorhin erklärt habe. Der heißt Commander Wonder, Harmless, Clean, No Faction. Ja. So, also das ist wirklich harmlos. Da ist noch ein anderer Spieler, der auch einen Sidewinder, nennt sich T47. Der überholt uns hier gerade. So. Er hat wahrscheinlich noch Pfeffer im Arsch. So, und ist auch clean. Na denn. Jetzt fliegen wir erstmal zur Blueford Orbital. Da landen wir jetzt wieder. Dann kriegt ihr noch mal ein bisschen wieder Musik auf die Ohren. Dann gibt es wieder ein bisschen Walzer. Dann gebe ich die Mission zurück. Dann gucken wir mal, was wir jetzt an Kohle gerade erwirtschaftet haben. Und dann endet die heutige Session einfach mal. Dann hoffe ich mal, dass ihr dann irgendwie eine ganze Menge schon mitnehmen konntet, ablesen konntet, wie ich bestimmte Sachen mache. Ich nehme jetzt nicht in Anspruch, die beste Lösung und die beste Taktik immer zu haben, aber sage ich mal so, ich bin ein ziemlich sicherer Pilot. Ich gehe meistens nicht unnötige Risiken ein, beziehungsweise ich gehe nur Risiken ein, die ich vertreten kann. Ich hätte natürlich noch viel mehr Sicherheit machen können, zum Beispiel dieses sehr wertvolle Schiff zum Beispiel im Hangar lassen, und mir hätte extra für diese Feindmission ein kleineres Schiff, ein günstigeres Schiff einfach kaufen können. Das machen auch viele so, aber da, wie gesagt, ich weiß, was mich da ungefähr erwartet mit diesen Scanjobs, ist das alles relativ überschaubar. Und außerdem kann ich mich ganz gut wehren. Ach komm, da ist er schon wieder. Der weiß aber nicht so richtig, wo er hin will. Ja, versuchen wir mal so anzufliegen, das Teil, dass wir die Schnute, wo man rein muss, relativ vor Nase schon haben, wenn wir ankommen. Bitte, jetzt kann ich nämlich meine relative Fluglage ein bisschen beeinflussen auf meinen Kurs.
Bin schon nah dran. Was ich mal lustig finde, ist dieser Triebwerkssound durch angeblich Gravitationsfelder beeinflusste Triebwerkssound. Nur Planeten machen keinen Sound. Zumindest nicht hörbar im Weltall. Denn wir haben ja alle Physik aufgepasst. Schallwellen brauchen Materie, um sich fortzusetzen. Wo keine Materie, also kein Gas etc., da auch kein Schall. Und dann können wir auch nichts hören. Ja, lernen wir doch mal. So, also landen wir jetzt. Viel Spaß mit der Musik. So, gelandet sind wir. Jetzt mal schnell die Mission abgeben. Ach ja, das ist alles aufregend. So, Missionen. Also wir haben jetzt 62,4 Millionen. Das wird gleich einiges mehr sein. Das ist 64 Millionen. 65 Millionen. 68 Millionen. Tata, 70 Millionen. Ist es nicht wunderschön? Und dann sind auch schon die nächsten millionenschweren Missionen, die wir natürlich alle sofort annehmen. Und sowas muss man immer direkt annehmen. Das ist auch easy. 120 Units of Beer. Dafür kriege ich 1,5 Millionen. Oh, da wird gerade geballert. Ach, komm mal hier, 2 Millionen. 3,3 Millionen. Ah, 1,3 Millionen. Dann müssen wir eine Million muss schon rausspringen, mindestens.
wieder hier. 3,2 Millionen. 2,1 Millionen. Ja, die machen wir noch. Eine Million nehmen wir mit. So, nur mal kicken, wie viel Zeit ich da noch hatte jetzt für diese Mission. 4 Tage, 6 Tage, ja, 2 Tage, 3 Tage, alles gut. 12 Missionen offen. Gerade ein bisschen Kohle gemacht. 70 Millionen habe ich jetzt auf dem Konto. Wir können mal kurz gucken, was es hier an schönen Schiffen gibt. Hier gibt es aber nicht so viel. Genau, das ist halt ein Anfängerflug. Bei mir gibt es in der Regel nicht so die großen Schiffe. Das größte Schiff ist hier für 14 Millionen zu haben. Da kann ich mir gleich ein halbes Dutzend holen fast. Also, naja. Brauchen wir nicht. Guti, dann würde ich sagen, enden wir mal dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und könnt euch ein bisschen helfen. Bei Fragen, einfach Fragen in den Kommentaren rein. Ich versuche dann nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Okay, danke, bis dann. Tschüss.